Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Stempelzone. Heute geht es los. Ich zeige euch zwei Tage aus dem Alltag einer Stampin' Up! Demonstratorin, so wie ich es bin oder so wie ich es mache. Das kann sich von Demonstratorin zu Demonstratorin natürlich nochmal unterscheiden. Aber damit ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was das Ganze an Arbeit mit sich bringt, wenn man das Ganze geschäftlich macht, habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal zwei Tage mit in meinen Arbeitsalltag mit Stampin' Up. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bevor wir starten, ist es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass es wirklich nur der Teil des Tages, den ich für Stampin' Up! Aufwende. Natürlich habe ich als berufstätige, alleinerziehende Mutter noch andere Aufgaben, die ich tagsüber bewältigen muss. Nur die werde ich hier nicht mit in diesem Vlog mitnehmen, sondern mich wirklich nur auf das Thema Stampin' Up! Fokussieren. Ja, und jetzt starten wir den Tag, so wie immer, mit meinen E-Mails. Mein Arbeitstag beginnt meist um 8 Uhr vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn meines Hauptjobs. Um 8.30 Uhr beginne ich meist um 8 Uhr mit den E-Mails, mit meinem E-Mail-Eingang und mit der Stampin' Up! Demo-Webseite, um mich dort über Neuigkeiten zu informieren. Wenn ich E-Mails habe, dann beantworte ich diese in dieser halben Stunde und heute hatte ich mal ein bisschen mehr Zeit, denn ich hatte nur eine E-Mail zu beantworten, sodass ich mich dann noch um die nächste Anmeldemaske zur nächsten WhatsApp-Stempelparty am 19. Juni gekümmert habe. Die habe ich dann schnell mal designt und schon mal vorbereitet, denn für das Update-Video Juni soll es ein neues Anmeldeformular zu dieser Stempelparty geben. Und ja, das habe ich dann tatsächlich in dieser halben Stunde schnell mal auf die Beine gestellt und für euch vorbereitet. Bei meiner WhatsApp-Stempelparty zeige ich immer zwei exklusive Bastelanleitungen für die Teilnehmer und aber auch viele Kurzvideos mit vielen Tipps und Tricks. Es gibt eine Verlosung und ein spezielles Angebot nur für Stempelparty-Teilnehmerinnen über WhatsApp. Falls du Interesse daran hast, dann halt die Augen nach dem Update-Video offen und melde dich sehr, sehr gerne an. Du bist da herzlich willkommen. Ein kleiner Hinweis nur, das ist eine reine Kundenveranstaltung. Das heißt, solltest du Stampin' Up! Demo sein, dann kannst du dort leider nicht teilnehmen. Ich denke, die erste halbe Stunde meines Tages habe ich sehr produktiv und gut genutzt. Und ich denke, ich werde mir in der Mittagspause nochmal ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze fertigzustellen. Mittlerweile haben wir 17 Uhr. Meine To-Do-Liste zeigt mir noch einige Aufgaben und mit einer davon lege ich jetzt heute am Freitag noch los. Yeah. Ich freue mich riesig, dass mein Neukundenangebot so gut bei euch ankommt und deswegen brauche ich jetzt auch Nachschub an meinen Farbenbüchern. Das seht ihr jetzt hier, wie ich das Ganze zuschneide, die Seiten einmal falze. Dann muss noch Verschiedenes ausgedruckt werden, beklebt werden und so weiter. Da bereite ich jetzt mal einige vor, damit ich immer gut gewappnet bin für die nächsten Neukundenbestellungen. Ihr erhaltet in meinem Neukundenpaket ja nicht nur das Farbenbuch, was ich jetzt hier gerade nachbastle, sondern auch meine zwei Stempel, einen Kugelschreiber und so weiter und so fort. Die
Farbenbücher sind echt klasse, denn dort könnt ihr euch notieren, von welcher Farbe von Stampin' Up ihr welches Produkt, wie zum Beispiel Stempelkissen, Nachfüller, Stampin' Blends und so weiter, alles habt, indem ihr ein Kreuzchen in das entsprechende Feld setzt. So habt ihr zu Hause immer einen schönen Überblick darüber, was ihr eventuell noch auf uns eure Wunschliste legen möchtet oder was ihr schon zu Hause habt. Ich freue mich, wenn sich bald noch mehr von euch dazu entscheiden, bei mir über Stampin' Up zu bestellen. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal 20 Farbenbücher zusammengelegt, die ich hier für euch vorbereite. Solltest du das erste Mal bei mir bestellen und einen Bestellwert über 60 Euro erreichen, bekommst du mein Neukundenpaket zugeschickt. Ja, und das ist ganz schön viel Arbeit. Diese 20 Bücher, die haben mich echt ein paar Stunden gekostet. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung. Wie findet ihr die Farbenbücher? Die Büroarbeit ist abgeschlossen, beziehungsweise die Arbeit mit meinen E-Mails, mit meinen verschiedenen Programmen, meiner Internetseite und meinem Newsletter. Und jetzt geht es ran. Ich habe heute Abend einen Livestream angekündigt. Da möchte ich nochmal einige Produkte zeigen, die uns jetzt bald verlassen werden aus dem neuen Mini-Katalog. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir basteln heute zusammen mit dem Set einfach mal abtauchen. Ja, es ist schon ziemlich spät geworden heute. Ich hoffe, ich kriege noch eine Beispielkarte vor dem Livestream fertig. Aber ansonsten bastel ich gleich einfach eine Karte mit euch live zusammen und dann gibt es halt keine Beispiele, die ich schon vorbereitet habe. Manchmal ist das so, wenn ein Tag viele To-Dos hat, dann muss man ein bisschen improvisieren. Da habe ich auf jeden Fall ein Talent für und ja, ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr wart alle dabei gewesen. Dieses Video seht ihr jetzt im Nachgang. Ansonsten ist mein regelmäßiger Live-Termin immer montags um 19.30 Uhr. Und die Milka, die kleine Sau, die macht sich jetzt hier live vor der Kamera sauber. Ich mach mal schnell aus. So, mein Livestream ist zu Ende und hier mal ein bisschen Real Talk. Es ist wieder passiert in meinem Live. Habe ich ein Stanzteil gesucht. Es war auf einmal spurlos verschwunden. Ich habe heute gearbeitet mit dem Produktpaket einfach mal abtauchen. Das sieht man hier. Und wir haben gebastelt diese Karte hier. Und diese Karte. Und auch diese wunderschöne Schüttelkarte. Liebe Schüttelkarten. Ich habe euch mein Neukundenangebot vorgestellt. Da bekommt man ja diese super süßen zwei kleinen selbstgestalteten Stempel von mir. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das hier aussieht. Wer meine Roomtour gesehen hat, der weiß, wie schön aufgeräumt das hier einmal war. Und immer, wenn ich so einen Tag lang kreativ mich hier ausgetobt habe, dann sieht das so aus. Und jetzt darf ich also noch aufräumen. Und dann, ja, ist Feierabend. Was ich hier noch hier auf dem Boden ist ja auch das absolute Kabelchaos. Was ich hier noch zu tun habe, ist Fotos machen von dieser Box für Instagram, von dieser Karte für Instagram. Hier steht mein Feierabendgetränk. Und diese Sachen, die möchte ich demnächst auch noch mit euch verpacken. Die habe ich hier gefunden, finde die super passend zu den Kirschstanzen, die wir gerade im Katalog haben. Ja, und das bleibt hier aber für morgen stehen. Das nehme ich hier gleich mit, nachdem ich aufgeräumt habe als Belohnung. Und ja, ich sag mal, bis morgen.
Guten Morgen zusammen. Heute ist ein neuer Tag und zwar Samstag. Und heute habe ich ganz viel Zeit, mich um mein Stampin' Up-Geschäft zu kümmern. Die restlichen Wochentage, außer ich habe Urlaub, muss ich natürlich noch für meinen Job da sein. Aber heute habe ich da etwas mehr Zeit und habe schon einiges auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich drehe euch mal die Kamera um. Ich bin Abend noch so ein bisschen aufgeräumt und so ein paar Dinge sortiert. Da habe ich jetzt Projekte liegen, die ich noch abfotografieren will und auch die Goodies, die ich noch verpacken möchte, liegen hier. Hier seht ihr, ich habe einfach nur ganz schnell mal aufgeräumt und habe gestern noch so ein bisschen mit dem Alphabet-Set ein paar Buchstaben ausgestanzt, weil ich vorhabe, Überraschungstüten zu packen. Ja, und ansonsten, das Erste, was ich heute Morgen mache, ist an meinen Laptop zu gehen und gucken, ob ich neue E-Mails habe und die zu beantworten. Dann ist heute noch auf dem Plan, dass einen Livestream vorbereite, den für heute Abend um 19.30 Uhr mit den Cactus Cuties. Das ist total süß und da kann man so schöne Karten machen. Und im Ausverkauf ab dem 1.6. sind die sowas von reduziert. Deswegen möchte ich euch das unbedingt noch zeigen, weil das eine super Empfehlung von mir ist. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle dann schnappen. Ja, und schauen wir einfach mal, was ich da heute so abgedreht bekomme. Los geht's! Als Erstes, wie jeden Morgen, checke ich natürlich meine E-Mails. Heute ist der E-Mail-Eingang leer geblieben, also mache ich mich direkt an das nächste To-Do. Hier seht ihr, wie ich jetzt die Tags für meine Überraschungstüten vorbereite, indem ich sie mir zuschneide und dann noch entsprechend verziere. Und ihr könnt echt froh sein, dass ich hier gerade ein Voice-Over mache, denn ich höre dabei gerne Musik. Das lasse ich über meinen Laptop laufen und nicht selten passiert ist, dass ich dann auch mal mitsinge. Und jetzt gerade beim Zusammenschneiden dieses Videos musste ich so ein bisschen lachen, weil es ist wirklich gut, dass ich da jetzt eure Ohren verschone. Leider gibt es keine einzige Anhängerstanze mehr von Stampin' Up! Im aktuellen Katalog. Ich hoffe, dass im nächsten Katalog wieder eine mit dabei ist. Denn Stampin' Up!, wenn ihr das hört, die sind echt praktisch. Und eine hättet ihr euch ruhig mal lassen können im aktuellen Katalog. Ich hoffe, dass da wieder Nachschub kommt. Das Stempelset und die passende Handstanze dazu nennt sich Alphabest und die findet ihr im aktuellen Jahreskatalog. Damit könnt ihr jeden Spruch kreieren, der euch nur so einfällt. Deswegen ist das eine ganz klare Empfehlung von mir. Ich habe zunächst 7 Tüten dekoriert und vorbereitet und werde sie dann jetzt noch befüllen. So, die Tüten sind vorbereitet. Hier liegt der Rest davon. In jede Tüte kommen jetzt mindestens 2 Stempelsets, die es nicht mehr bei Stampin' Up! Zu kaufen gibt. Accessoires, Bänder und ein Paket gemischtes Designerpapier. Ich habe jetzt meine Ü-Tüten hier mal aufgebaut unter meiner Softbox und da werde ich jetzt Fotos machen, denn natürlich müssen meine Zuschauer auch wissen, dass es die gibt. Also wird da demnächst nicht nur ein Video drüber gedreht werden oder das wahrscheinlich in mein Juni-Update mit reinkommen,
sondern ich werde das Ganze auch auf Instagram und Facebook posten und dafür muss man hübsche Fotos machen. Da liegen schon alle anderen Projekte, die ich auch noch so fotografieren muss für Instagram und Facebook. Da sind auch Projekte dabei, die ihr so auf YouTube noch nicht gesehen habt. Und ja, damit werde ich mich jetzt mal die nächste Zeit beschäftigen. Ich habe jetzt gerade alle Fotos gemacht und ich habe jetzt hier zwei Karten, die etwas können. Diese hier haben wir im letzten Zoom-Meeting mit meinem Team gebastelt. Da hat die liebe Sandra uns diese tolle Viper-Karte vorgestellt. Das macht immer total viel Spaß, mit den Mädels zu basteln. Und beim Team-Meeting von meiner Upline Sonja, da haben wir diese Karte hier gestaltet und die hat so einen hübschen Pop-up-Effekt und auf Fotos kommt das immer nicht so schön raus. Das heißt, ich filme das Ganze jetzt ab im Hochformat für Instagram und Facebook und für YouTube dann nochmal im Querformat. Das hier ist mein Notizbuch und da habe ich unter anderem auch einen YouTube-Plan. Und da schreibe ich mir immer zu meinen festen YouTube-Tagen, Mittwoch und Samstag, auf, was ich da für ein Video hochladen möchte. Und die, die grün markiert sind, die habe ich auch schon fertig gedreht. Und ja, ihr seht, ich muss hier noch einiges tun. So werde ich hier mich jetzt dran setzen und zum Beispiel das Update-Video für im Juni drehen. Das kommt ja schon Dienstag, heute ist Samstag. Und bevor ich das mache, schreibe ich mir in das Notizbuch immer rein, was ich in diesem Video ansprechen möchte, was wichtig für euch sein könnte. Ja, und plane dieses Video quasi vor, schreibe mir ein stichwortartiges Skript, damit ich da nichts vergessen kann. Und natürlich brauche ich dann für den kommenden Mittwoch auch noch ein Bastelanleitungsvideo. Und auch das werde ich jetzt gleich planen und mich dann ans Drehen machen. Am Vortag hatte ich vergessen, auf euren Farbenbüchern auf der Rückseite meinen Adressaufkleber aufzubringen. Und ich bin super stolz auf meinen Sohn, dass er mir da so eine große Hilfe ist und das jetzt für mich übernimmt. Bevor es jetzt weitergeht mit meinen Videos, habe ich mir jetzt eine Pause verdient. Ich koche mir gerade einen Kaffee und ja, dann bequeme ich mich erstmal hier hin. Denn ja, das wird noch ein langer Tag und ich habe mir auch vorgenommen, mir heute noch ein bisschen Zeit zu nehmen für den Haushalt. Der darf ja auch nicht liegen bleiben. Dann wird gekocht und ja, dann geht es weiter mit Videos drehen. Dieser Spruch meiner Kaffeetasse, den musste ich euch jetzt auch unbedingt mal in die Kamera halten. Life happens, chocolate helps. Ja, das stimmt. So, Pause. Prost! Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. So, in der Pause habe ich jetzt so ein bisschen den Haushalt geschmissen. Also ich habe gesaugt und auch was gekocht. Habe auch ein bisschen Pause gemacht, weil sonst komme ich hier heute nicht zurecht. Habe festgestellt, dass ich mir für heute dann doch etwas zu viel vorgenommen habe. Also ich werde nicht alle Videos schaffen, denn es ist jetzt auch schon 14.30 Uhr. Die Wäsche wartet auf mich. Das Katzenklo wartet auf mich, das muss ich noch sauber machen und muss die Küche gleich noch aufräumen. Ja, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen angefangen, mir Notizen zu meinem Juni-Update-Video zu machen. Da sind 12 Agenda-Punkte mal wieder zusammengekommen, weil ich auch so viele Angebote nicht nur von Stampin' Up, sondern auch von meiner Seite für euch habe. Zum Beispiel die Ü-Tüten, die ich hier vorbereitet habe. Da habe ich gerade noch den Preis kalkuliert
Und ja, das werde, also diese Agenda, dieses kleine Skript hier mit den Stichpunkten, das habe ich mir jetzt für morgen vorbereitet, weil ich auch ja, mich anders zurecht machen möchte für das Update-Video, mich ein bisschen hübscher rausmachen möchte, mir mal die Haare waschen und so weiter. Ja, ihr kennt das. Salonfähig zu sein, sagt meine Upline immer, glaube ich. Genau. Die To-Do-Liste für das Update-Video ist also für morgen. Jetzt werde ich direkt mal mit den Kaktus-Cuties rumspielen, denn um 19:30 Uhr bin ich heute für euch live auf meinem YouTube-Kanal und möchte euch das zeigen. Das hatte ich ja heute Morgen schon kurz erwähnt. Und ja, da möchte ich heute aber unbedingt mal ein paar Beispielkarten vorbereitet haben. Anders als gestern, wo ich da so ganz spontan in das Live gegangen bin und das improvisiert habe, möchte ich diesmal vorbereitet sein, weil dieses Set ist wirklich der Knaller. Und ja, mir ist es ein Anliegen, viele von euch davon zu überzeugen, damit ihr von diesem Schnäppchen dann auch profitieren könnt. Ja, und ich erhoffe mir natürlich von so einem Livestream, dass der ein oder andere auf mich aufmerksam wird und dann auch Stampin' Up! Produkte über mich bestellt. Ich habe mir jetzt also das Stempelset mal geschnappt und die passende Handstanze dazu. Und das allererste, was ich mache, um mich so ein bisschen selber zu inspirieren, ist, dass ich mir die Beispielprojekte im Katalog ansehe. Dann gehe ich aber auch auf Pinterest mal vorbei und schaue mir dort Projekte an, die andere gestaltet haben und lasse mich davon inspirieren, genauso wie ich auch auf Instagram danach suche. Und ja, das mache ich jetzt und dann starten wir mal und machen so die ein oder andere Beispielkarte, vielleicht auch eine Verpackung. Mal gucken, wie weit ich komme für den Livestream heute Abend. Wenn ich mir so ein neues Produktpaket vornehme, dann stanze ich erstmal alles aus und stempel mir auch alle Stempel einmal auf, um einfach ein Gefühl für das Set zu bekommen und dann sprudeln die Ideen bei mir meist schon von ganz alleine. Die erste Karte, die baue ich normalerweise genau nach, wie die Inspiration, die ich entdeckt habe, und dann, ja, mache ich mein eigenes Ding schon daraus. Jetzt ist es passiert und ich habe viel zu viel Zeit verplempert mit dem Set Cactus Cuties. Hier seht ihr meine Beispielkarten für den Livestream um 19:30 Uhr. Wir haben jetzt schon 18 Uhr, das heißt, ich werde das Bastelanleitungsvideo jetzt vor dem Livestream nicht mehr schaffen, weil ich jetzt, wie gesagt, meine Wäsche mache. Und ja, vielleicht habe ich nach dem Livestream noch mal Lust. Ansonsten schauen wir einfach mal. Wir hören uns auf jeden Fall noch Ja, mal. ihr Lieben, ich war gerade ganz lange live. Ich habe, hier ist wieder das absolute Chaos ausgebrochen. Ich habe mittlerweile Wortfindungsstörungen, weil ich so viel gesprochen habe gerade. Wir haben diese Kartenbox hier zusammengebastelt. Wir haben zwei Karten zusammengebastelt. Ich habe euch verschiedene Techniken mit den Cactus Cuties gezeigt. Das hat riesig viel Spaß gemacht wieder. Ich habe dann nochmal die Incolor Starter Set Aktion aus Mai angesprochen. Die ist jetzt, wenn ihr das seht, leider schon vorbei. Ich hoffe, dass sich einige noch für mein Team entschieden haben bis dahin. Und ja, ich bin ziemlich durch für heute. Das Ganze hier muss noch aufgeräumt werden, deswegen mache ich mich da jetzt direkt mal ran. Sage für diesen Vlog auf Wiedersehen. Das waren 2 Tage Stampin' Up! Demonstratorin live mit Stempelzone, so wie ich es mache. Schreib mir gerne einen Kommentar, wie es dir gefallen hat. Und ja, ich sag bis zum nächsten Video. Ciao!